So, und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier von mir. Und zwar heute das Stall-Tutorial, weil viele haben mir in den Streams immer geschrieben oder halt auch so in den Kommentaren, dass ich mal dazu ein Tutorial machen soll. Und ich werde jetzt nicht so wie die ganzen, weil es gibt ja verschiedene Tutorials schon dazu, aber irgendwie soll ich trotzdem eins machen. Und alle machen das so Pfeile und Tasten mit rein. Ich hoffe, dass der Controller euch unten links genug weiterhelfen kann, wenn ich jetzt das versuche zu erklären. Und ja, ich werde das jetzt, weil ich selber die Linksrolle spiele, für die Linksrolle, ja, ich werde es einfach für beide Rollen erklären, ist ja total egal. Ich werde es am Ende auch nochmal für Maus und Keyboard sagen, falls jemand Maus und Keyboard Player ist. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch direkt schon los. So, Schritt Nummer 1, ganz wichtig, ihr braucht entweder eine Linksrolle oder eine Rechtsrolle. Und es gibt bestimmt Leute, die nur die Luftrolle spielen und haben keine andere Rolle und aufgrund dessen können die halt keinen Stall machen. Deswegen achtet darauf, ob ihr eine Linksrolle habt oder eine Rechtsrolle. Also genau, dass ihr hier eine Luftrolle links habt oder eine Rechtsrolle. Eins von beiden braucht ihr. Außer ihr habt beides gebindet, geht natürlich auch. So, dann fangen wir direkt an. Ich mache das jetzt erstmal für die Linksrolle. Ganz am Anfang springt halt hoch, macht eure Linksrolle und tut dabei euren Stick nach rechts. Und das dann gleichzeitig. Also Stick nach rechts und Linksrolle. Dann macht ihr einen Tornado. Wenn das so aussieht, ist das falsch. Also es muss schon so aussehen. Linksrolle und Stick nach rechts. Das Ganze dann für die Rechtsrolle. Also macht ihr eine Rechtsrolle und den Stick nach links. Sieht dann so aus. Und so wäre es wieder falsch. Also entweder so oder so. Ich hoffe, das kriegt ihr alle, glaube ich, hin. Gut. Das nächste wäre dann, dass ihr dabei einfach, also ihr macht wieder die gleichen Steps. Linksrolle, Stick nach rechts. Oder Rechtsrolle, Stick nach links. Und drückt dabei einfach nochmal Sprung. Also ich bringe jetzt hoch, mach das und drücke nochmal X oder halt A. Und dann mache ich sowas hier. Und das ist ein Stall. So, das ist aber jetzt auch noch nicht richtig. Ihr kennt das ja, weil manche machen das ja so. Und das ist jetzt eben einfach eine Übungssache. Und wie ihr das eben timen könnt, dass ihr das gleichzeitig drückt. Und so macht ihr jetzt die ganzen Steps schnell nacheinander, gleichzeitig quasi. Und ich habe gemerkt, lieber tut man den Stick, glaube ich, vorher ein bisschen nach links machen. Oder halt, ja, schon mal vorher ausrichten. So klappt das, glaube ich, am besten. Aber ihr müsst das halt einfach jetzt timen können, dass ihr die Sachen gleichzeitig drücken könnt. Das ist ein bisschen Übungssache, so. Das könnt ihr im Freeplay immer trainieren oder halt auch so. Aber so geht es halt am besten. Und schwierig ist das Ganze ja gar nicht. Also einfach Linksrolle, den Stick nach rechts, um den Tornado zu machen und dabei X drücken. Und das dann eben schnell gleichzeitig. Genau. Und nach rechts halt andersrum. Rechtsrolle, Stick nach links gleichzeitig und dabei Sprung drücken. Und dann eben das schnell timen. Oder halt gleichzeitig drücken alles. Gut. Dann für Maus und Keyboard. Ich habe jetzt kein Keyboard-Overlay, aber ich bin gerade am Keyboard. Ihr habt ja als Links- und Rechtsrolle, wenn ihr die Standard-Settings habt, auch Q und E. Und da macht ihr halt dann einfach Q und gleichzeitig D und drückt dabei nochmal rechte Maustaste, falls ihr da Sprung drauf habt. Und für Rechtsrolle einfach E und gleichzeitig noch A und dann halt da die Sprungtaste. Ich finde auf Maus und Keyboard ist es ein bisschen leichter, wenn man das, glaube ich, viel übt. Ich werde, ja, wenn man das halt ein bisschen kann so, ne, dann finde ich Stall ist richtig nice so zu machen. Weiß auch nicht, ja. So, aber damit für Maus und Keyboard auch erklärt ist. Und mit dem Stall, wegen dem Double Flip Reset, da werde ich wahrscheinlich ein extra Tutorial machen, weil ich weiß noch nicht, wie ich das genau erklären soll. Und wichtig ist, übt das erst mit dem Double Reset, wenn ihr den ersten Reset wirklich perfekt könnt, ne? Weil die meisten wollen ja wahrscheinlich den Stall lernen, um eben halt ein Double Reset damit zu machen. Und ihr müsst quasi halt einfach das gleiche machen. Ihr holt euch ein Reset, macht dann wieder diese Tastenkombination und die müsst ihr halt richtig, die müsst richtig in eurem Gehirn drin sein, die müsst richtig in eurem Muscle Mind drin sein, dass ihr halt einfach das in jeder Situation machen könnt. Weil ihr könnt ja immer stallen, so. Es gibt auch ein paar Flicks mit dem Stall, dass ihr so hoch geht, euren Stall macht und dann halt noch einen Flick holt. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich habe ja gesagt immer, dass das ein kurzes Tutorial wird, aber ich hoffe, ich habe das so erklären können, dass die meisten das verstehen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!